So, jetzt für heute den dritten Block. Was wir natürlich nur alle jeden Monat nur einmal fünf Blöcke machen und sonst machen wir vier Blöcke. Also machen wir im Monat neun Blöcke. Sie waren am Anfang so gestaltet, dass das eine mehr so einführend ist und das andere weiterleitend. Aber dann habe ich festgestellt, dass das, was dann weiterleiten sollte, dafür fehlte dann die Basis. Also ist beides jetzt in einer gewissen Weise die gleiche Essenz. Sie unterscheiden sich nicht viel von den Ansprüchen und Anforderungen. Deswegen kann man diese Unterweisung in jeder Situation sich anhören. Also da muss man dann eben nicht ganz große Vorbereitungen für haben. Ja, meine Haare muss ich glatt streichen, weil ich eine schöne E-Mail gekriegt habe, dass ich ganz furchtbar aussehe. Und welche Erwartungen wir an das Leben haben, ist, je mehr Erwartungen wir haben, ist wie Salzwasser trinken. Wir werden immer durstiger. Den Durst können wir nicht löschen dadurch, dass wir mehr und mehr und mehr Salzwasser trinken, sondern wir müssen eine Situation finden, dass wir unsere Situation selbst verstehen, was wir sind, in welcher Situation wir sind. Wir sind 24 Stunden am Tag sind wir mit uns selbst konfrontiert. Niemand anders ist so intensiv und so lange mit uns konfrontiert, wie wir mit unserer eigenen Existenz. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir lernen, mit uns selbst zurechtzukommen. Wie machen wir das? Dass wir Mitgefühl mit unserer eigenen Situation entwickeln. Das Beste ist, eine Bestandsaufnahme zu machen. Die Dinge, die wir haben, die Qualitäten, die wir haben, eine Liste. Die Qualitäten, die wir nicht haben, also den Mangel, den wir irgendwo empfinden. Alle unsere Schwächen, die wir haben, unseren Zorn, Eifersucht. Einfach mal niederzuschreiben, was wir so sehen, von welchen Dingen wir beherrscht sind. Welche Wünsche wir an uns haben und welche Wünsche wir an die Wesen um uns herum haben. Das einfach aufzuschreiben und mal zu sehen, wie ist unser Zustand? Ich habe tatsächlich ganz am Anfang, als ich über diese vier grundlegenden Gedanken als meine Hauptpraxis begonnen hatte, habe ich mal genau geguckt, was will ich eigentlich? Bei mir war das damals ziemlich einfach. Ich habe einfach gesagt, ich will nicht mehr leiden. Und dafür bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen, nicht mehr zu leiden. Aber ich bin nur bereit, den Preis zu zahlen, den ich auch zahlen kann. Zum Beispiel, wenn der Preis wäre, 100 Meter in 10 Sekunden zu laufen. Aussichtslos. Weil ich nicht so schnell laufen kann und dann ganz starke Schmerzen kriege, also das müsste ich ja auch trainieren, geht halt nicht so. Wenn die Voraussetzung wäre, von Leiden frei zu werden, ein Opernsänger zu werden, würde ich auch den Kürzeren ziehen. Weil ich mir keine Melodien merken kann und natürlich sicherlich auch kaum einen Ton halten kann. Die Einschätzung zu sehen, was ist es eigentlich? Was ist das, was mir die Sicherheit gibt, das Leiden im eigenen Geist zu überwinden? Das ist mein Hauptfokus. War es immer, ne, in den vergangenen Jahrzehnten, seitdem ich damit angefangen habe. Ich habe nie versucht, ein esoterischer Hochflieger zu werden oder ein spiritueller Superman oder irgendein, ja eben ein Guru zu sein oder so. Wenn ich beschreiben würde, was ich hier mache, dann würde ich sagen, in der ersten Linie allerersten Punkt, das allerwichtigste ist, es dreht sich um mich selbst. Ich will nicht mehr leiden. Und das Wissen dann zu sagen, dann muss ich erstmal feststellen, was sind die Ursachen des Leidens, die ich erfahre. Dann untersuche ich das. Stimmt das, dass das Leiden zum Beispiel durch BMW entsteht oder
durch Madonna oder durch James Bond, die CIA, der Bundesnachrichtendienst oder doch der KGB, würde ich ein Städtmal leiden. Dann werde ich feststellen, dass mein Leiden nicht dadurch entsteht, dass meine Freundin fremd geht, dass sie einen neuen hat oder dass ich einen Job verliere oder der Kollege verdient mehr Geld als ich. Nicht dadurch, sondern dass mein Geist, mein Gewahrsein, meine Identifikation, mein Selbst fightet die ganze Zeit ständig gegen das Universum und erwartet, dass das Universum dazu da ist, mir zu dienen. Das heißt also, ich muss mehr Geld verdienen als mein Kollege, meine Partnerin, die fremd geht, die muss dafür bestraft werden, dass sie fremd geht und sie hat gefälligst, mir gehörig zu sein. Und dafür gehe ich über Leichen. Das ist unsere Gesellschaft, das ist unsere Gesellschaftsvorstellung, die wir haben. Aber da kann ich untersuchen, dass dadurch mein Leid nicht weniger wird. Also werde ich irgendwann feststellen, dass nicht irgendjemand anders das Leiden in meinem Geist erzeugt, sondern ich das Leiden in meinem eigenen Geist selbst erzeuge. Und das erzeuge ich nicht im Sinne von, Selbstzerstörung in dem Sinne, sondern mich seit anfangsloser Zeit ist durch mein Verhalten, durch meine Situation, habe ich mein eigenes Leiden geschaffen. Ich kann niemanden anders für verantwortlich machen. Denn wie ich heute schon anfangs das Beispiel gebracht habe, wenn jetzt ein Japaner hier reinkäme und würde rumbrüllen irgendetwas, ne, ich würde ihn dann so angucken und dann geht die Tür auf und dann würde hier irgendjemand, der meinetwegen, nehmen wir mal jemand ganz uraltes, der Matthias hier reinkäme und würde sagen, Horst, du bist ein Spinner, was du hier machst, ist scheiße und alles ist Betrug und du bist der Blödeste überhaupt. Und der Japaner hätte genau dasselbe gesagt. Bloß auf das Japanische hätte ich nicht reagiert, weil ich es ja nicht verstehe. Wenn aber beide die Intention haben und den gleichen Sinn benutzen, genau dasselbe meinen, wenn die beiden mich dann durch das, was sie gesagt haben, verletzen würde, müsste mich das Japanische auch verletzen. Oder? Ist doch logisch. Dass es aber nicht tut, kann es nicht an den beiden liegen, dass ich leide. Es kann nur damit zu tun haben, wie ich mit dem Klang umgehe, der mir entgegenfliegt. Ist egal, welche Absicht der andere hat. In dem einen Falle verstehe ich die Absicht bei dem Deutschen und bei dem Japaner verstehe ich sie nicht, weil ich kein Japanisch spreche. Aber das Leiden, was daraus entsteht, hat nicht der Deutsche kreiert, denn der Japaner hat ja genau dasselbe gesagt. Er hatte die gleiche Absicht. Bei dem hat es nicht funktioniert, bei dem anderen verstehe ich es, aber dadurch, dass ich es dann verstehe, macht mein Geist das draus. Nicht der Japaner und nicht der Deutsche. Nicht der Matthias, der da reinkommt. Der Japaner und der Matthias. Sondern ich mache es selbst. Das ist das, was wir mit unterscheidender Weisheit, die in uns vorhanden ist, mit umgehen können. Wir können Handy bedienen, wir können Computer bedienen, wir können Auto fahren. Du kannst diese Maschinen bedienen. Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Werkzeuge kannst du herstellen. All die Dinge. Die Fähigkeiten, die wir alle haben. Also können wir das unterscheiden. Wenn uns das einfach klar ist, wenn wir aufhören, uns was vorzumachen, bis zu dem Tag, wo wir uns nicht damit auseinandersetzen, machen wir uns immer ständig etwas vor. Wir machen die Welt verantwortlich für unsere Probleme, für unsere Dinge, die uns das Leben schwer machen. Hat aber nichts mit denen zu tun. Es hat nur etwas mit dem zu tun, was unser eigener Geist macht. Wir überbewerten unsere Gedanken von Wünsche und Abneigung und wir folgen dem. Und da haben wir Probleme. Wie ich vorhin so sagte, als sie so erzählte, wie der eine versucht hat, an das Pensionsgeld, also Rentengeld von dem Vater daran zu kommen, sag ich, Mensch, hätte ich ja früher dann sowas finden können, dann hätte ich ja gut gelebt. Und dann die Dreistigkeit, zu gucken, wo man was ausnutzen kann, von jemand anders irgendwie sich was nimmt,
was nicht ganz koscher ist, ne? Was nicht in Ordnung ist, das einfach zu tun. Ist ja egal, nach mir die Sintflut. Nein, die Sintflut, die wir raustreten, die tritt uns von hinten ins Kreuz. Wie gesagt, als ich das erste Mal dann wirklich authentisch etwas von der Lehre des Bruders hörte, dass er meinte, er hätte den Ausweg aus dem Leiden gefunden. Da geht es ja nicht darum, das zu glauben. Es geht nicht darum, Buddhismus zu praktizieren. Es geht einfach nur dahin, zu sagen, also, goldener Mann, Prinz Siddhartha, der du ein Buddha geworden bist, sag mir, was hast du entdeckt? Und er sagte, ey, Bumi, hör mal zu. Ich weiß, was Leiden ist. Ja, Alter, das weiß ich auch. Dass das Leiden eine Ursache hat, kenne ich. Aber ich weiß wirklich, was die Ursache deines Leidens ist. Dass eine Ursache hat, das wissen wir beide. Aber du unterliegst einem Irrtum. Nicht die anderen sind die Ursache für dein Leiden, sondern deine eigenen Handlungen mit Körper, Rede und Geist. Du entscheidest, was bei dir abläuft. Hä? Und dann erzählt er eben über die Geistesgifte. Man muss sich untersuchen. Ne? Ich komme von der Arbeit nach Hause, ne? Freitags, ne? Von der Arbeit nach Hause. Der Chef war echt ein Arsch. Ne? Und das ganze Wochenende rege ich mich die ganze Zeit über meinen Chef aus, was für ein Vollidiot das ist. Wie bescheuert der ist. Ne? Meinem Kumpel, der viel weniger Arbeit macht, dem hat er eine D-Mark-Stunde nur mehr gegeben und bei mir nur 23 Pfennig. Dieser Arsch, dieser Idiot. Und so versaue ich mir das ganze Wochenende. Freitag, Nachmittag, Samstag und Sonntag. Ich habe nur Groll auf meinen Chef. Naja, und dann komme ich montags in die Firma. Dann habe ich noch mehr Groll, wenn ich ihn dann sehe. Und ich bin sauer auf meinen Kollegen, weil der eine D-Mark mehr hat und ich nur 23 Pfennig. Meinem Chef am Wochenende ist am Arsch vorbeigegangen, da habe ich auch nichts von mitgekriegt. Meinem Kumpel, meinen Arbeitskollegen, also Arbeitskumpel, der ist happy, dass er eine D-Mark mehr hat. Den interessiert es nicht, dass ich da neidisch bin, dass ich 77 Pfennig. Jetzt muss ich hier bei YouTube noch beweisen, dass ich noch ein bisschen rechnen kann. Also 77 Pfennig weniger habe. Das interessiert meinen Arbeitskollegen nicht. Der hat das und so, der habe ich. So, da stehe ich nun. Die Welt ist gemein zu mir und daran leide ich. Ist irgendetwas intelligent davon? Nein. Ist es hilfreich für mich? Nein. Warum mache ich es? Aus Gewohnheit. Warum mache ich es aus Gewohnheit? Weil ich es nicht besser weiß. An dem Tag, als mir die Lehre des Buddhas begegnet ist, in der Form, wo das genau erklärt worden ist, dass das durch meine Geistesgifte und nicht durch andere entsteht, dann habe ich genau meinen Geist Tag für Tag untersucht. Wie gesagt, nach ungefähr 18 Monaten, das Grundleiden war weg. Nicht die Geistesgifte, die waren nicht weg. Ich habe immer wieder Situationen gehabt, wo ich eifersüchtig und ärgerlich war, aber nicht mehr so wie vorher. Ich war dir nicht mehr ausgeliefert. Und dann war diese vier grundlegenden Gedanken waren 15 Jahre meine Hauptpraxis. Weil ich zufälligerweise ein Buch gelesen habe, wo Jamun Kongto Rinpoche, ein ganz berühmter Lehrer, von allen hoch verehrt, der tatsächlich behauptet, wenn man die vier grundlegenden Gedanken nicht in seinem Bewusstseinsstrom verankert, dann wird man nur spirituellen Unrat ansammeln, so ungefähr. Ist die Aussage davon. Ich so, okay, wenn du sagst, dass das so wichtig ist, dann werde ich nicht nur diese 15 Monate, sondern 15 Jahre, wird das die ganze Zeit meine Hauptpraxis sein. Mein Geist untersucht danach. Und es wurde immer feinschliffiger, versteht man? Am Anfang ist es grob. Und es ist immer feinschliffiger und tiefgreifender. Aber dadurch ist nicht mehr Leiden für mich entstanden. Es war keine Anstrengung. Ich habe niemals Up and Downs gehabt. Weil wenn du es am Anfang siehst, das, ne, und dann übst du das weiter und dann wird es eben immer feiner. Und alle Herausforderungen, die kommen, ne, wo Leute dich angehen oder so, du kannst sie wunderbar ertragen, du kommst damit klar. Du siehst auf einmal,
was auch immer, wie da draußen der Bär tanzt. In deinem Geist, dem rutscht es den Buckel runter. Da passiert nichts mehr. Das Wasser wühlt sich nicht mehr auf. Und dieses Verständnis davon war, eben das eine zu sehen, dass wir als Menschen es machen können. Und das habe ich wirklich am Anfang, den ersten Punkt, hauptsächlich oberflächlich zur Kenntnis genommen und gesagt, okay, klar, ich habe Menschenkörper, ein bisschen unterscheidende Weisheit habe ich. Also ich konnte ja in der Fabrik auch immer Maschinen bedienen. Also ganz doof war ich nicht. Also ich habe ja ein bisschen was hingekriegt und nicht nur einen Haufen Dreck weggekehrt. Ich dachte, okay, wenn du das dann eben auf deinen Geist anwendest, dann hast du eine kostbare Situation, du kannst dein Leiden beenden. Und dann habe ich eben untersucht, was Vergänglichkeit bedeutet. Alles das, was mir lieb und teuer ist, werde ich irgendwann verlieren. Alles, wo ich anhafte, werde ich verlieren. Aber auch all meine Abneigung gegen bestimmte Objekte werde ich verlieren. Also Dinge, das habe ich ja in meinem Leben erlebt, die ich nicht mochte und die ich dann später mochte. Und das ist einfach als Beispiel. Als in den 60er Jahren das aufkam, Joghurt zu essen. Alle aßen Joghurt. Meine Schwester war alle, Joghurt. Habe ich mal einen Löffel von genommen. So ein saures Zeug. Saure, gammelig Milch. Quark kannte ich ja. Ne? Aber Joghurt. Und nein, das war nichts für mich. Und das war wirklich noch, bis ich 24 war. Dann auf Kreta, da ist ja auch Joghurt. Joghurt mit Zucker. Furchtbar. Und dann habe ich dann später, auf einmal mochte ich Joghurt. Auf einmal macht es mir Spaß, Joghurt zu essen. Vorher konnte ich es nicht leiden. Und da hat sich etwas, was Abneigung war, in Anhaftung, also nicht direkt Anhaftung, aber in Mögen, von Nicht-Mögen zu Mögen, hat sich gewandelt. Also habe ich festgestellt, dass sich nicht nur Dinge wandeln, weil sie kaputt gehen, sondern auch die Einstellung, die wir in unserem Geist haben. Ich war früher fest davon überzeugt, dass alle Leute, die Sozialismus, Kommunismus, Weltrevolution und für Frieden und Freiheit sind, das sind die guten Menschen. Die für Kapitalismus sind und für die westliche Wirtschaftswelt, das sind die Bösen. Und dass all die in den 68er-Bewegungen so viel getan haben für die Frauenrechte und für dieses und jenes, das habe ich gedacht, das sind die Leute, die für Frieden, für Umweltschutz sind. Und 1998 hat sich alles gewandelt. Es gab keine Demokratie mehr. Die hat sich aufgewandelt. Sie scheint als Demokratie, aber wenn du genau hinguckst, ist keine Demokratie. Denn all unsere Sachen, wir sind so stark manipuliert von den Medien. Die Medien schreiben etwas und wir glauben das. Und wenn es dann mal so etwas widerlegt wird, dann ist so eine kleine Fußnote am Ende irgendwo auf der Seite. Sie haben dann, eine Richtigstellung gemacht. Fällt mir jetzt gerade nicht der richtige Begriff ein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, auch da ist alles im Wandel. Heutzutage sind für mich, sind die Linken, sind die Rechten. Und Rechte sind eigentlich viel mehr links, weil sie sich sorgen. Und sie machen sich Sorgen. Sie wollen keinen Krieg. Sie wollen, dass die Menschen, die in diesem Land leben, in Frieden leben können. Also auch das ändert sich. Heute, wenn du deine Meinung sagst, wie hat das eine Moderatorin im Frühstücksfernsehen gesagt? Natürlich darfst du deine Meinung sagen, aber du musst mit den Folgen rechnen. Das ist wie im Dritten Reich. Natürlich durftest du das sagen, Adolf Hitler ist ein Arsch. Aber du musst es mit den Folgen rechnen. Heute wirst du nicht an die Wand gleichgestellt und von der SS oder SA abgeholt, aber wie gesagt, wie ich gerade heute hörte, da hast du irgendjemandem Geld gespendet, der eine Opposition zum Staat hat, und dann kriegst du irgendwie eine Art gerichtliche Aufforderung, eine Aussage darüber zu machen, weil du jemandem Geld gespendet hast, geschenkt hast. Du hast jemandem Geld geschenkt und erwartet der Staat, dass du dich rechtfertigst dafür, dass du jemandem Geld geschenkt hast. Ja, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte jetzt außer meinem Bin Laden, weil er so einen schönen Bart hat,
Und ich habe ihm einfach 1000 Euro geschenkt, sage ich, naja, ich fand seinen Bart so schön. Ne? Da wissen alle, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass das nichts mit Terrorismus zu tun hat, ist ziemlich gering. Also wirklich zu verstehen, was wir in unserer Gesellschaft machen. Ne? Zu sehen, wie aus scheinbarer Demokratie richtiger Faschismus wird. Und wir haben damals schon, ne, haben die Leute gesagt, die zukünftigen Faschisten werden kommen als Antifaschisten. Diejenigen, die sagen, die jetzt für die Demokratie einstehen, die werden in der Zukunft für die Diktatur einstehen und werden das als Demokratie verkaufen. Das ist vorausgesagt worden. Und die Objektivierung unserer Informationen, alles ist im Wandel. Du kannst dich auf nichts verlassen. Diese ganze Scheiß-Samsara, die Welt des Leidens, egal wo du reinfährst, riecht nach Scheiße. Da draußen, wenn du denkst, das da draußen macht dir das Leben in Ordnung, wirst du nicht finden. Du kannst es nur in deinem eigenen Geist finden. Du kannst von niemandem etwas erwarten. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich schon sehr früh angefangen habe, von niemandem anders etwas zu erwarten. Natürlich habe ich eine bessere Geistestrennung an diesem Punkt gemacht, noch bevor ich mit dem Buddhismus was zu tun hatte. Weil immer war meine Situation, dass ich von außen nie etwas erwarten konnte. Also dass die, sagen wir mal, die Geschenke oder Zuwendungen von außen waren sehr limitiert. Ist okay. Natürlich war ich neidisch. Natürlich habe ich darunter gelitten. Aber ich habe mir dann irgendwann was gesagt, weißt du, Brummi, von außen kannst du nichts mehr erwarten. Du kannst nur noch gucken, dass du dein eigenes Leben in den Griff kriegst. Dazu hatte ich mich entschieden. Nachdem ich gesehen habe, mit 23 Jahren, dass Selbstmord keine Option ist, weil leider der Film nicht aufhört. Ich genau weiß, wenn ich mich selbst umbringe, dann lande ich irgendwo werde ich wiedergeboren. Und die Probleme, die ich dann habe, sind das Tausendfache von dem der Scheiße, die ich jetzt habe. Also deswegen, der Versuch, mich selbst umzubringen, durch ein ziemliches Mysterium hatte es nicht funktioniert. Viele, viele Jahre später war mir dann bewusst, warum das so passiert ist, aber das ist eine andere Sache, die braucht man nicht erläutern. Es geht mir nur darum, darüber zu reden, mit euch darüber zu reden und dass ihr das hört, dass wir niemals die Flinte ins Korn werfen sollen oder dass wir irgendwie sagen, wir geben auf. Wir müssen mit unserem eigenen Bewusstsein arbeiten. Wir entscheiden zwischen Himmel und Hölle. Es ist kein Gott, der uns in die Hölle schickt. Kein Gott, der uns in den Himmel schickt. Sondern das tun unsere Handlungen, unsere geistigen Sichtweisen, kreieren Himmel und Hölle. Und immer bockig zu sein und zu erwarten, dass die Gesellschaft für uns eintreten soll. Bockig sein, dass die anderen sich nach uns richten sollen. Wir können mir glauben, es gibt niemanden da draußen, der sich nach uns richtet. Wir können es nur selbst in die Hand nehmen. Hoffnung gibt es keine. Die einzige Hoffnung, die da ist, ist die, die nicht wirklich da ist. Das ist in die Entscheidung. Unsere Entscheidung ist die Hoffnung. Ob wir uns entscheiden, leidvoll zu handeln oder heilvoll zu handeln. Und wenn ihr wirklich versteht, was Vergänglichkeit bedeutet, dass alles, was euch lieb und teuer ist, ihr werdet es eh irgendwann verlieren. Und wenn ich an meine Schwester denke, wie sie ihren 27-jährigen Sohn verloren hat. Und sie hat ihn geliebt. Sie hat große Schwierigkeiten mit ihm gehabt, aber sie hat ihn geliebt. Und dann hat sie ihren Sohn verloren. Und wie lange sie getrauert hat. Nicht mal 5 Minuten oder so. Nicht mal 10 Jahre. 15 Jahre. Ganz, ganz lange. Ganz tiefe, feste, verzweifelte Trauer. Ich schätze mal, was werden das gewesen sein? 17, knapp 20 Jahre, also 10, 14 Jahre lang,
extreme Trauerdepression zu haben, arbeitsunfähig zu sein, weil die Trauer so überwältigend war. Ich hatte sie noch ein, zwei Jahre davor, habe ich sie gewarnt, sie muss bei ihrem Sohn immer auf das Schlimmste gefasst sein, weil er hat nichts Böses gemacht, ne? Sondern er war leichtsinnig, impulsiv und leichtsinnig. Und dann hat einfach der Körper, ne, hat dann eben irgendwann Konstellationen im Körper gehabt, die dazu geführt haben, dass er eine Lungenembolie gekriegt hat und daran gestorben ist. In einer Nacht. Von einem Tag auf den anderen. Ganz schnell. Das ist die Welt, in der wir leben. Der Tod fragt nicht, ob die Zeit gekommen ist. Der Tod entscheidet, wann man stirbt. Es ist natürlich nicht wirklich, dass da jemand mit der Sense kommt, sondern unser Körper, dass er überhaupt funktioniert, ist ein Wunder. Unser Leben ist so stabil wie eine Seifenblase. In 0,0 ist das Ding kaputt. Was danach kommt, ist die Katastrophe für uns, weil wir sie nicht bestimmen können. Und das ist, was der Buddha gelehrt hat. Er hat ganz genau aufgezeigt, guck mal, das passiert so und so in deinem Geist. Untersuche, ob es so ist. Schau genau dahin, was passiert mit deinen Handlungen, welche Folgen hat es. Und das ist das, was der Sinn dieser ganzen Institution ist. Dass wir den Schatz, den großen Reichtumsschatz, in unserem eigenen Geist finden, es nicht außerhalb. Es wird so, werden so Geschichten erzählt. Ein armer Mensch sitzt in seiner schäbigen Hütte, in Armut gefangen, und er zieht hinaus in die Wanderschaft und sucht nach Reichtum. Er sucht, und je weiter weg er von zu Hause ist, je ärmlicher wird er. Und irgendwann kommt er nach Hause zurück. Und da, wo er gesessen hat, genau an der Stelle, da hat er den kostbaren Schatz gefunden. Und das ist ein synonymes Beispiel für unsere Situation. Das ist der kostbare Schatz. Wir können versuchen, das Glück zu finden, bis in das letzte Universum, in die letzte Ecke, und wir werden kein Glück da finden. Wir finden dauerhaftes Glück nur in unserem eigenen Geist, in unserem Gewahrsein. Wir finden es nicht in Glückseligkeit, weil Glückseligkeit ist ein Zustand, der sich wandelt. Wahres Glück ist, wenn unser eigener Geist sich gewandelt hat in Weisheit und Mitgefühl. Symbolisch kann man sagen, wird es so gesagt, wenn aus Milch Joghurt geworden ist, dann kannst du aus Joghurt nie wieder Milch machen. Wenn du aus Sahne Butter geschlagen hast, dann kannst du aus dieser Butter auch keine Sahne mehr machen. Und in gleicher Weise sieht es mit unserem Geist aus. Wir sind die ganze Zeit Sahne und wir sind Milch. Und das Ziel symbolisch gesehen ist, Joghurt oder Butter zu werden. Ein Zustand, der nicht revidierbar ist. Sondern, dass wir einen dauerhaften Zustand in unserem Geist entwickeln, der uns wirklich befähigt, dass wir das, was wir erleben, verstehen, was da passiert. Und wenn wir das schrittweise machen, haben wir bei jedem Schritt, den wir gehen, haben wir eine absolute Sicherheit. Die meisten Menschen, wenn sie im Westen vom Buddhismus sprechen, sie gehen diesen Weg nicht. Sie überspringen das. Wisst ihr, warum das übersprungen wird? Habt ihr eine Ahnung? Es wird übersprungen, weil es doch nur 4 Sätze sind. 3 Worte, also wir haben 8 Faktoren. Der kostbare Menschenkörper, ja okay, können wir uns merken, ne? Also sehr wahrscheinlich, wenn ihr, könnt ihr das auswendig lernen. Kostbarer Menschenkörper, Vergänglichkeit, Gesetz von Ursachen, Wirkung und Leiden.
Und dass das Leiden aus Unwissenheit, Begierde und Abneigung entsteht. Und dass der Buddha gesagt hat, man kann alles überprüfen. Fertig. Auswendig gelernt. Und das ist es. Jetzt weiß ich, ich kenne die vier grundlegenden Gedanken, wie Leiden entsteht. Und dass der Buddha gesagt hat, ich darf alles überprüfen. Und dann glauben wir im Westen, weil wir das aufsagen können. Wir hätten das verstanden. Vergänglichkeit haben wir verstanden, wenn wir wirklich ein kleines bisschen das Gefühl von Freiheit empfinden. Dass wir frei sind von Objekten, an denen wir anhaften. Dass wir frei sind von Objekten, die wir ablehnen. Dass wir frei sind vom offensichtlichen Ignorieren. Das ist, dann beginnen wir Vergänglichkeit zu verstehen. Ich kenne so viele Leute, die hören die höchsten tantrischen Unterweisungen und sie haben die vier grundlegenden Gedanken im eigenen Geist nicht verankert. Wenn ich darüber rede, ich höre, wie sie sich innerlich lustig machen, dass der Typ immer nur darum redet. Aber warum leiden sie dann? Warum haben sie immer noch so schmerzliche Gefühle, Wut und Zorn? Regen schlecht über Partner oder Partnerin. Warum? Warum glauben Sie, dass Sie eine Therapie machen müssen, wenn Sie über 10 Jahre damit schon zu tun haben mit der buddhistischen Lehre? Warum? Warum versuchen wir, ein besonderes Bild von uns zu zeichnen, weil wir dem Pfad des Buddhas folgen? In was Besseres. Warum? Bringt überhaupt nichts. Was bringt es nur, wenn wir Vergänglichkeit verstehen? Wisst ihr, was ich meine? Kannst du es ein bisschen nachvollziehen? Als wenn du wirklich weißt, dass alles, was zusammengesetzt ist, auseinanderfällt. Dann entspannst du. Das heißt nicht, dass man dann einfach alles sein lässt, denn wir sind ja noch gebunden in die gegenseitigen Bedingungen. Das heißt nur, dass wir in dieser Vergänglichkeit eine Situation schaffen, dass wir ganz bewusst mit unserem Geist arbeiten können. Geht doch. Das ist kein Problem. Wir machen es uns zum Problem, weil wir es nicht tun. Ich wollte wirklich mal großer Künstler werden. Ich hatte die Ambition, so Künstler vom Thron zu stürzen, dass meine Kunstwerke besser sind als die von Salvador Dali oder Picasso. Ich war echt von meinem Gekritzel und Geschmiere so eingenommen, dass ich dachte, ja, ich könnte auch ganz bedeutend werden. Und als ich dann hier im Buddhismus so dann hörte, was Vergänglichkeit ist, ich habe mir dann so vorgestellt, Horst, stell dir vor, deine Kunstwerke sind in der und der Galerie. Und dann habe ich so gedacht, dann rufen dieses Kunstmagazin ruft an und die, und dann wollen die eine Ausstellung von meinen Bildern machen. Und dann will da jemand was kaufen und dann habe ich dann so drüber nachgedacht, die ganzen Sorgen, die da sind. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Hardcore-Job das ist, wenn du so ein super berühmter Künstler bist? Ich meine jetzt nicht hier so Mucke, dass es da schwierig anstrengend bin, also zu irgendeinem Star hinterherlaufen. Ne? Aber so auch als Künstler, so wir Bilder malen und Skulpturen machen. Da habe ich mir dann so gedacht, wow, ey, da musst du da irgendwie Interviews und Pressekonferenzen, Ausstellungseröffnungen dabei sein oder so. Und dann erwarten die Leute was von dir. Du musst Kunstwerke liefern. Ich war so ein bisschen, ne? Ich bin auch ein bisschen gemein. Ne? Ich höre gerne Lieder von Annette Lucian. Ich freue mich auf jede neue CD, die kommt. Und manchmal trampel ich innerlich, warum bringt sie keine raus? Sie hat keine Star-Allüren in dem Sinne, dass sie sagt, ich will und muss. Sie gibt Konzerte, ne? Aber in einer CD hat sie genau gesagt, wo ihre Verwandtschaft sie drängt, sie mögen doch noch mehr CDs machen, um Geld anzunehmen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist alles vergänglich. Hm?
Mal hast du ganz viel Enthusiasmus darin zu singen und sie hat es auch schön gemacht, ne? Aber dann singt sie und alle, die mit ihr zusammenhängen, die hecheln nach dem Reichtum der Anerkennung, die darüber kommt. Vergänglichkeit bedeutet, das zu sehen, berühmter Politiker zu werden, was ganz Tolles wirklich zu finden und dann, wenn du das Falsche findest, zur falschen Zeit, wie sie das Genick brechen. Ja, ich bin wirklich durchzogen von der Vorstellung der Vergänglichkeit. Ich weiß, meine Zeit, deswegen konnte ich den Job hier, die Leitung hiervon so schnell abgeben von der Institution. Weil ich weiß, ich werde irgendwann sterben und wenn das nicht bei Zeiten abgegeben wird, haben wir in der Zukunft keine mehr Nutzen von, weil es dann nicht weitergeführt werden kann. Und jetzt haben wir Leute, die das wirklich weiterführen können. Richtig gute Leute. Aber dazu, wenn dann gute Leute auftauchen, muss man das rechtzeitig abgeben. Die Vergänglichkeit der eigenen Führung muss man abgeben können. Ohne bis zum Schluss festhalten, ich weiß das Beste. Ich muss Vertrauen in andere setzen. Ich muss Bedingungen schaffen, dass der andere dann auch wirklich diesen Motor weiterschwingt. Nicht so, wie ich es gemacht habe. Anders. Wie beim Essen kochen. Der eine kocht ein Essen. Das schmeckt richtig gut. Er sagt, oh, das schmeckt gut. Jemand anders versucht dann eben auch zu lernen, Essen zu kochen. Das andere Essen schmeckt genauso gut, ist aber anders. Schmeckt anders, aber schmeckt genauso gut. Die Grundqualität ist auch drin. Dass wir nicht erwarten, wenn wir dann irgendwas aufhören, dass die Vergänglichkeit auch unserer eigenen Aktivität, dass die so nicht weiter fortgesetzt wird, sondern anders. Die Frage ist eben nur, ob das, was wir machen, dann konstruktiv weitergeht. Wenn wir daran denken, wie wichtig unsere Partnerin, wir sind ja jetzt hier Männer, ne? Und wir haben jetzt Partnerin, ne? Wie wichtig unsere Partnerin waren oder ist immer noch oder war, ne? Dann haben wir die Situation, dass wir in der Beziehung manchmal aus der Beziehung wegrennen wollen. Vorher haben wir gekämpft um die Beziehung. Dann rennen wir weg. Und wenn wir rausgeschmissen werden, je mehr wir rausgeschmissen worden sind, je mehr haften wir daran an. Das ist einfach, dass wir uns nicht auf den Wandel einlassen. Der Wandel, die Vergänglichkeit, ist der Schlüssel, alle Formen von Leiden überwinden zu können. Wenn wir uns mit dem Wandel anfreunden, nimmt unser Leiden ab. Die anderen Faktoren, die erzählt werden über das Gesetz von Ursache und Wirkung, das erklärt uns nur die Arten und Weisen, wie unser Leiden entsteht. Aber wenn wir uns von vornherein mit dem Wandel anfreunden, ein berühmter Lehrer, Dagobert Bourdieu, der seit 1966 in Deutschland lebt und als Exil-Tibeter, der an der Universität wissenschaftlicher Mitarbeiter in Bonn an der Universität gewesen ist, der hat im Karma Tenjia Ling so mal hin und wieder Unterweisungen gegeben. Und das eine, was er sagte, du kannst eine Villa besitzen, du kannst auch einen Rolls-Royce fahren. Aber wenn du morgen deine Villa und deinen Rolls-Royce verlierst und du bist dann unglücklich, dann war es nicht praktisch, die Villa und den Rolls-Royce zu besitzen. Du kannst ganz viel besitzen, aber wenn du es nicht mehr hast, dann sollte keine Trübung, keine Welle in deinem Geist entstehen des Bedauerns. Den einen Tag hat man es, den anderen Tag hat man es nicht. Das ist das Verständnis von Vergänglichkeit. Du kannst alles besitzen. Aber alles, was wir besitzen, spätestens wenn wir sterben, verlieren wir das. Ruhm, Anerkennung, aber auch Verachtung, Verleumdung, weil die Person, die wir mal waren, existiert nicht mehr. Das, was Wiedergeburt ist, ist nur das Gesetz von Ursache und Wirkung, die Kontinuität unserer Handlungen und die Folgen unserer Handlungen und die Vernetzung, die wir mit anderen fühlenden Wesen haben.
Fragen? Ist es nachvollziehbar? Es ist zum Beispiel so, als Prinz Siddhartha, der dann zum Erwachten wurde, zum Buddha wurde, angefangen hat zu lehren. Da war das Ende seiner Lehrtätigkeit schon besiegelt. Er beginnt zu lehren und er hat eigentlich nicht gelehrt, sondern er hat auf Fragen geantwortet. Die Leute haben gefragt und er hat geantwortet. Normalerweise wird die buddhistische Lehre auch heute noch, wenn sie dann richtig rituell läuft, ist ein Schüler da, der bittet, den Lehrer die Unterweisung zu geben, entsprechend der Fähigkeiten der Schüler. Der Buddha war kein Prediger, der ist nicht umhergezogen und hat gepredigt, sondern er ist umhergezogen, die anderen auch in der Hauslosigkeit, hat gebettelt und dann haben die Leute gefragt und nachher musste er selber nicht mehr so rennen, dann sind die Schüler, haben gebettelt und dann musste er nicht jeden Bettelgang gehen. Und er hat dann seine Zeit genutzt, seinen engen Schülern Unterweisung zu geben, dass sie das weitergeben, was er erfahren hatte. Und vor Buddha Shakyamuni hat es auch schon Buddhas gegeben, auf dieser Erde, die auch gelehrt haben. Aber keiner kennt die Spuren mehr davon. Man weiß, dass es es gegeben hat, aber wir haben keine, es ist nichts von den Lehren übrig geblieben. Und deswegen hat Buddha Shakyamuni quasi bei Null angefangen. Und das, was er gelehrt hat, wird sich auflösen. Das ist vergänglich. Was nicht vergänglich ist, ist die Wahrheit, die da drin steckt. Die Worte, die Skripte, die Tempel, das wird irgendwann zu Ende sein. Man rechnet ungefähr nochmal 2500 Jahre. Dann wird es so gut wie nichts mehr von der Lehre des Buddhas geben. Und dann werden Millionen Jahre und noch mehr vergehen. Und dann ist nichts, kein Stein mehr auf dem anderen. Dann gibt es keine Buddha-Figur und keiner hat den Buddha gesehen. Dann ist es vergessen. Und warum gerät das in Vergessenheit? Um die Lehre des Buddhas zu lehren, braucht es Wesen, die fähig sind, diese Lehre auch zu verstehen. Direkt zur Zeit des Buddhas hatte der Buddha ganz viele Schüler, die in quasi in 0, nichts haben, die Grundbefreiung erlangt, Arahatschaft erlangt, Minimum, ne? Und die dann Bodhisattva-Stufen erklommen haben und ganz hohe Weisheit verwirklicht hatten. Und sie brauchten die komplizierten Erklärungen nicht, um frei zu werden. Und je länger die Zeit vergeht, je verwirrter die Wesen sind, je komplizierter sind die Methoden, um unseren Geist zu zähmen. Und jetzt erlebt man, ne, dass immer mehr Leute Texte einfach nicht verstehen. Es gibt Leute, die sind sprachlich richtig gut begabt. Ne? Die können also Deutsch-Tibetisch und Tibetisch-Deutsch und Sanskrit und Pali und übersetzen und übersetzen. Bei dem Übersetzen in Tibet war es so, da musste ein Übersetzer mindestens den Zustand eines Yogis haben. Also eine Grunderfahrung der Natur des Geistes, also eine Grunderfahrung, wie das Ding hier aussieht, um zu übersetzen, dass er dann in der eigenen Sprache die richtigen Worte findet. Und das kann man sehen, dass der Buddhismus im Westen, also ich habe kaum ein Buch gelesen, wo man sagen kann, es ist ganz klar, dass derjenige die und die Worte, also dass er das hier Ding, das hier richtig gesehen hat, ne? Eben ein ganz einfaches Beispiel ist der Begriff rechte Rede, rechte, ne, wenn man das in achtfachem Pfad benutzt und nicht heilvoll. Heilvoll ist eindeutig. Aber Rechte ist so indifferent. Ist es nun dreieckig? Ist da was Rundes dran? Oder was auch? Es ist indifferent. Ist nichts Klares. Ne? Heilvoll ist ganz eindeutig. Und irgendwann wird es die Lehre des Buddhas nicht mehr geben. Da wird nichts mehr da sein. Und dass die Lehre überhaupt erscheinen kann, bedeutet, Wesen müssen extrem viel Heilvolles in früheren Leben begangen haben, dass diese Lehre weiter bestehen kann. Es gibt Aussagen, Unterhaltungen, wo ich dann immer wieder mitbekomme, wo ich einfach sprachlos bin, was wir
im Westen aus der Lehre des Buddhas machen. Wo es einfach nicht stimmt. Du siehst ganz genau, dass die Leute, die etwas reden, überhaupt nicht verstehen, wovon sie reden, aber fest davon überzeugt sind, dass das, was sie machen, ist extrem heilvoll und extrem toll und extrem wichtig. Und das ist es nicht. Ja. Ich wünschte mir, ich könnte Leute infizieren. Nicht mit Corona. Nein, mit Bodhicitta. Oder infizieren mit der Sucht, die Ursachen des Leidens im eigenen Geist überwinden zu wollen. Nicht die Lehre des Buddhas als eine spirituelle Beschäftigung zu sehen. Und, als Ausrede. Ja, eine Ausrede. Leute benutzen, du hast vollkommen recht, es gibt sehr viele Leute, die benutzen die Lehre des Buddhas als Ausrede. Ja, sie benutzen sie sogar darin, sich zu bestätigen, dass sie weiter leidvoll handeln können. Welche Aussagen sind das? Wenn mir jemand sagt, ja Horst, dass das bei dir geklappt hat, du hast halt besseres Karma. Dann glauben die Leute, Karma ist Schicksal. Karma ist nichts anderes als das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir das eine oder andere machen. Und wenn wir das eine oder andere nicht machen, natürlich ist das Karma, dass wir es dann nicht machen. Aber es ist nicht vorbestimmt. Versteht ihr? Das ist nicht, dass dein Gott bestimmt hat, ja, also dein Karma ist jetzt so scheiße, du darfst das jetzt, diesen Weg der Befreiung nicht gehen. Das ist nicht. Es ist, verdammt nochmal, ganz einfach unsere Entscheidung. Wir wollen verharren im Leiden. So einfach ist es. Wir haben keine Böcke, unser Leiden zu überwinden. Warum? Das ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Immer mit voller Wucht, mit dem Kopf gegen die Wand. Oh, das tut so weh. Oh, das ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Und dann den nächsten Anlauf nehmen. Ja. Vergänglichkeit. Wenn ihr einen wirklich guten Freund haben wollt, der verlässlich ist und euch immer hilft, dann ist das die Vergänglichkeit. Das ist der beste Kumpel. Ich habe in mir damals halt gesagt, okay, du bist der einzige verlässliche Faktor, auf den ich mich stützen kann. Du befreist mich von der Krankheit. Du befreist mich von allen Übeln. Das ist der Wandel. Du befreist mich von der Illusion in der Welt des, der Erscheinung an Samsara, was das so beschrieben wird. Da gibt es irgendetwas Vernünftiges, etwas, wo man festhalten kann, das etwas einem bringt. Und das beweist mir mein Kumpel Vergänglichkeit. Das zeigt mir ganz einfach auf. Alles, was du versuchst in diesem Leben zu erreichen, Anerkennung, Ruhm, Macht, du wirst alles verlieren. Weil alles vergänglich ist. Ich, dein Kumpel, mach dir alles kaputt. Ich mach dir deine Feinde kaputt. Ja, aber ich mach auch deine Freunde kaputt. Ich mach das kaputt, was du liebst. Aber ich mach auch das kaputt, was du hast. Es ist das Einzige in der Welt der Erscheinung, worauf wir uns wirklich verlassen können. Der ist verlässlich. Und dann ist nur die Frage, die Zeitspannen, die der Ablauf mit entstehen und vergehen, wie nutze ich sie am allerbesten? Wie kann ich sie am tiefgreifendsten nutzen? Wie kann das Nutzen so stark sein, dass er komplett mein Leiden hinwegreißt. Und das ist der erste und wichtige Punkt, ne, was wir einfach verstehen müssen, ist, dass nirgendwo in der weiten Unendlichkeit Glück zu finden ist.
Wir können das nur in unserem eigenen Geist. In der Welt der Illusionen, in der wir gefangen sind, müssen wir so viele heilvolle Handlungen begehen, dass wir Leben für Leben immer wieder als Mensch wiedergeboren werden. Und noch mehr Verdienst haben, dass wir der Lehre des Buddhas begegnen. Die meisten Menschen, die jetzt hier auf dem Planeten leben, reich oder arm, sie werden nicht im nächsten Leben als Mensch wiedergeboren. Sie werden durch alle Schichten von Hungergeister, Höllenwesen, Tiere, eifersüchtige Götter und ganz, ganz wenige vielleicht sogar Götter werden. Und dann gibt es noch dann die Buddhas und Bodhisattvas, die, wenn sie dann wirklich den Zustand der Grundbefreiung erlangt haben, die Natur des Geistes verstanden haben, werden sie als Menschen wiedergeboren. Ob sie dann in diesen Existenzen, die sie haben, die ganze Zeit die Existenz nutzen, anderen auf dem Pfad zu führen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie eben als Menschen wiedergeboren werden. Quasi sowas, das Prinzip eines Menschen gibt es aus buddhistischer Sichtweise nicht nur auf der Erde. Es gibt 7 Universen, da wird die letztendliche höchste Sichtweise, die man Dzogchen nennt, wird in 7 Universen gelehrt. Also daher gibt es aus buddhistischer Sichtweise Cardassianer, Romulaner, wie sind die anderen noch? Naja, wisst ihr, ne, diese ganzen Außerirdischen. Ja, die sehen dann sehr wahrscheinlich nicht so aus wie die Cardassianer oder die Romulaner oder die Klingonen, ne, sondern sie unterscheiden sich dann vielleicht so wie Chinesen, Afrikaner und Weißhäutige oder Bunthäutige, wie wir sind. Vielleicht unterscheiden sie sich so. Wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es eben auch noch andere Stellen gibt, wo die Lehre des Buddhas dargelegt wird. Aber hier bei uns auf dem Planeten Erde, da heißt es, werden insgesamt 1000 Buddhas erscheinen und zwischen jedem einzelnen Buddha liegen Millionen von Jahren und dann irgendwann erscheint kein Buddha mehr auf dieser Erde. Ich weiß nicht genau, wie das beschrieben wird, aber auf jeden Fall, dann ist die Kiste hier leer. Dann war es das. Aber dann gibt es ja immer noch andere Universen. Und da geht es dann immer irgendwie noch weiter. Die Zeitrechnung im Buddhismus ist viel, viel größer als das, was unsere Wissenschaft behauptet. Ich erinnere mich so schön, wie Thaisito Rinpoche, einer der berühmtesten Lehrer in unserer Tradition, sagte, es gibt die Behauptung, es gibt nichts Schnelleres als das Licht. Und dann hat er gesagt, wir haben noch nicht festgestellt, dass es etwas Schnelleres als Licht gibt. Und jetzt hat man tatsächlich festgestellt, dass es Dinge gibt, die schneller als Licht sind. Und das zeigt, wie begrenzt unsere Sichtweise ist, das, was wir wissenschaftlich denken. Wir stellen Behauptungen auf. Ne? Wir können nur sagen, das, was wir gerade messen können, ist das schneller als Licht, geht nicht. Aber jetzt hat man doch festgestellt, dass es eben noch was gibt, was schneller ist als Licht. Ne? Und das ist unser Problem, dass wir etwas begrenzen und fixieren, dass unser Geist sich quasi so sagt, nur das ist und so weit geht es und es geht nicht weiter. Das Einzige, was wirklich aus buddhistischer Sichtweise ganz logisch ist, was irgendwann passiert, dass alle Dinge, die zusammengesetzt sind, lösen sich auf und packen sich irgendwie wieder anders zusammen, aber nicht einfach nur zufällig, sondern aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung. Also es gibt nichts, was keine Ursache hat oder keine einzige Sache. Ich habe das lange Zeit gedacht, es gäbe so etwas wie neutrale Handlungen. Und die gibt es nicht. Es gibt nur heilvolle und leidvolle Handlungen. Aber Gesundheit. Hast du noch Taschentücher? Es gibt eben nicht nur diese
neutrale Handlung gibt es deswegen nicht, weil die Handlungen, die uns bewegen, ja immer gesteuert ist von dem Glück, dem Wunsch nach dauerhaftem Glück, glücklich sein zu wollen. Also es ist immer eine Motivation des Habenwollens ist mit drin. Also daher gibt es nichts, was neutral ist. Gibt es einfach nicht. Und wenn man nachher vollkommene Befreiung erlangt hat, so wie Buddha Shakyamuni, dann sind alle Handlungen absichtslos. Und das ist aber etwas, was wir jetzt noch nicht nachvollziehen können. Deswegen ist jetzt im Augenblick das Wichtigste zu wissen, die Lehre des Buddhas ist vergänglich. Die Chancen, die Lehre des Buddhas überhaupt aufnehmen zu können, ist so extrem selten. So, ja, es ist überhaupt ein Wunder, dass wir damit zusammenkommen. Wenn wir mal mit der Lehre zusammengekommen ist, dann gibt es auf unserem Konto, wo wir quasi Verdienste angesammelt haben, gibt es immer Minus. Und deswegen müssen wir wieder neuen Verdienst ansammeln. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir hier zusammenkommen und Widmung sprechen. Wenn wir die Widmung sprechen, schaffen wir durch das Sprechen der Widmung, schaffen wir wieder mehr Verdienst, dass wir diese Dinge überhaupt verstehen können. Und der Buddha hat lauter Werkzeuge gegeben und wir im Westen mit unserer Überheblichkeit, ne, wir ignorieren das. Ne? Wir sagen, ach nee, ist mir zu viel. Und naja, ob das wirklich funktioniert. Wir zweifeln dann daran. Aber wir zweifeln nur, weil wir uns keine Gewissheit verschafft haben, dass alles im Wandel ist. Wir glauben immer noch daran, dass wir nicht sterben. Alle anderen sterben, wir sterben nicht. Und wenn wir da sterben, okay, haben wir Pech gehabt. Aber eigentlich unser Verhalten ist so, dass wir nie sterben. Unser Verhalten ist so, dass die leidvollen Handlungen, die wir begehen, dass sie keine Folgen haben. Obwohl wir beobachten können, dass jede leidvolle Handlung immer Leid nach sich zieht. Wir ignorieren das. Ja, habe ich jetzt alles eigentlich durch? Ja. Was ist mit dem Gesetz der Resonanz? Was ist Resonanz? Erklär mir das Gesetz der Resonanz. Was hast du davon gehört? Na, dass wenn man sich irgendwas stark wünscht und danach sucht, dass man Wege finden wird, das zu erreichen. Die Frage ist, alles, jeden Weg, alles, was du wünschst zu erreichen, erreichst du. Nicht unbedingt in einem Leben. Aber wenn du zum Beispiel sagst, du willst in großer Glückseligkeit leben, dann, und du setzt die Kraft da rein und hast die Methoden, entsteht das. Das entsteht aber nicht durch den Wunsch alleine, da musst du schon was für tun. Ja. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich würde gerne einen Apfel essen und jetzt wünschst du, und dann machst du dich platt und der Apfel ist da. Und dann musst du schon rausgehen, da sind Kisten mit Äpfeln und dann kannst du den Apfel essen. Das geht nicht. Ja. Es ist alles, was wir wünschen, alles, was der Geist sich wünscht und vorstellt, geht in Erfüllung. Martin Luther wollte gerne, dass alle Juden ausgelöscht würden. Er hat es fast geschafft. Das ist ganz stark durch seinen Wunsch, den er gehabt hat, sind Menschen jüdischen Glaubens vernichtet worden. Viele Pogrome basieren auf seinen Vorstellungen, die er hatte. Das ist Fakt. Alles, was wir uns wünschen und aussprechen, wird wahr. Ich hatte vor Jahrhunderten als Tagedieb taube Nächts auf der Flucht und Schwert hier auf der Seite aufgeschlitzt. Also nicht ein Samariter, ne? Sondern wirklich so ein richtiger Loser, weißt du? Hier aufgeschnitten und eine Gedärme raus. Ich hatte es nun geschafft, auf dem Pferd quasi mich zu fliehen und dann im Wald, ne, von der Krankheit erschöpft, also von der Wunde, ne, bin ich dann vom Pferd gefallen und landete im Wald, wo eine Heilerin war. Natürlich damals sowas wie eine Hexe. Und viele als Hexe garantiert beschimpft. Und wenn ich jetzt dabei ihr gestorben wäre, dann hätten die Dorfleute sie verbrannt oder in den Kerker geworfen, sie gevierteilt, weil sie gesagt haben, der hat ja für die geklaut. Also musste diese gute Heilerin mich zusammenflicken.
als sie mich dann zusammengeflickt hatte. So weit zusammengeflickt, ich habe das überlebt. Das ist richtig vernarbt dann. Ich habe diesen Schwertangriff überlebt. Mit damaligen Mitteln hat die Heilerin mich geheilt. Und dann lag ich da so vor ihr so. Und dann sagte ich zu ihr, ich werde dir irgendwann das Kostbarste schenken, was es auf dieser Welt gibt. Ohne zu wissen, was es ist. Ohne zu wissen, wie groß die Welt ist. Glaub mir, da hat es Tagedieb und Taugenicht, weil keine Vorstellung gehabt, wie groß die Welt ist oder was es da überhaupt gibt. Aber es war wirklich ein ehrlich ausgesprochener Wunsch. Ich wünsche dir das Kostbarste, was es auf der Welt gibt. Und sie wurde richtig zornig und wütend. Wie kannst du es wagen, mir so etwas zu wünschen? Du kannst ja noch nicht mal das hier bezahlen. Du hast ja noch nicht mal Geld um diese teure Medizin, die ich an dir versaut habe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich verspreche dir, du irgendwann bekommst du das Kostbar. So ohne zu wissen, dass es eine Wiedergeburt gibt oder so. Ich habe es einfach, es war wirklich mein Wunsch. Und das war ein Pfeil, den ich abgeschossen hatte. Und der Pfeil ist Jahrhunderte hinweg immer geflogen. Bis in diesem Leben hat es das Ziel getroffen. Wir sind uns wieder begegnet. Es ist zu einer Beziehung gekommen. Und sie konnte besoffene Männer nicht ausstehen. Und ich bin dann besoffen nach Hause gekommen. Und sie war so wütend und zornig auf mich, wie vor Jahrhunderten, als ich gesagt habe, ich schenke dir das Kostbarste. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich hinlegen. Da habe ich mich aufs Bett gelegt, ne? Daneben einen Kotzeimer gestellt. Und bei mir drehte sich alles um. Und ich war mit meinem Drehen beschäftigt. Und jetzt sagte meine Partnerin, was soll denn die Scheiße hier? Wieso sind wir hier in Birkenwald? Ich machte meine Augen auf. Wir waren im Birkenwald. Ich lag auf dem Boden, nicht mit meinen Klamotten, mit irgendwelchem Zeug, was man damals so anhatte. Und da war so eine Mulde und am Ende der Mulde hatte die Heilerin so ihre Hütte gehabt. So eine Art Laubhütte, so, ne, also nichts Großes, Stabiles. So, dass sie da quasi vor den Unwettern geschützt war und da hat sie ihre Heilkräuter gesammelt. Und dann sagte ich, ich habe dir doch versprochen, ich würde dir das Kostbarste schenken, was es auf der Welt gibt. Und es gibt auf der Welt nichts Kostbares als den Vajrayana-Buddhismus, dass du mit diesen Lehrern zusammengekommen bist. Dann habe ich mein, jetzt das Hemd dann hochgezogen und dann konnte man, hat diese Vision hat dazu geführt, dass ungefähr so 10 Minuten oder sowas hier die Narbe, die sie damals da wo sie das zusammengeflickt hat, diese schwulstige Narbe, die erschien dadurch. Der Geist arbeitet so, ne? Du sagst, ne? Ein Wunsch. Und dann ist es wahr, sie hat mich geflickt und sie ist mit dem Buddhismus zusammengekommen, mit dem tibetischen Buddhismus. Da habe ich gesagt, ja, siehst du, in diesem Leben ist das wahr geworden. Du hast das Kostbarste bekommen, was es auf dieser Welt gibt, nämlich das ist die Möglichkeit, in einem Leben Befreiung zu erlangen. Da habe ich gedacht, das ist es. Dann, sie hatte in der Familie, wie man sagt, so eine Erbanlage, dass keine Frau älter als 60 geworden. Also alle sind vorher gestorben. Und dann hat sie sie kam dann 2 Jahre vorher, kam sie mal hierher. Das war 2003. Da hat sie dann zu mir gesagt, so, ja, die Beziehung war schon längst zu Ende, und hat sie zu mir gesagt, du Horst, ich wollte mich dafür entschuldigen, wie ich mit dir in den vielen Jahren umgegangen bin. Also sie hat wirklich bereut, wie sie mit mir umgesprungen ist. 2 Jahre später rief sie mich aus dem Hospiz an und erzählte dann, dass
sie gehört hat, dass ein berühmter Lehrer, also erstmal hat sie angerufen und hat gefragt und sagt, ja, möchtest du da nicht vorbeikommen? Ich sagte, ja, sei okay. Dann bin ich also zu ihr ins Hospiz und dann sagte sie, ja, sie hat gehört, dass ein berühmter Lehrer in Berlin ist, ob ich den nicht an ihr Sterbebett bringen könnte, ob das möglich wäre. Sag ich, ich kann dir nichts versprechen, ich werde es tun. Ich werde es versuchen. Und es hat geklappt. Und sie hat am Sterbebett eine Übertragung bekommen, die du eigentlich erst ab der 8. Bodhisattva-Stufe bekommst. Sie hat aber nicht die 1. Bodhisattva-Stufe gehabt, noch nicht mal die 1. Und kriegt eine Übertragung für die 8. Bodhisattva-Stufe. Was ich damit ausdrücken will, das war das Kostbarste, was es wirklich auf der Welt gab. Und deswegen, um zu sagen, ist es erfüllbar? Ja, jeder Wunsch ist erfüllbar. Nicht unbedingt in einem Leben. Wenn du irgendjemanden wünschst, der soll sich das Genick brechen, der bricht sich nicht unbedingt in diesem Leben das Genick. In irgendeinem späteren Leben. Wenn wir irgendjemandem etwas Leidvolles wünschen, ist es wie ein Pfeil, der fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Fällt nicht runter. Und genauso ist mit jedem heilvollen Wunsch. Für dieses Leben, mein Wunsch ist, ich habe nur noch wirklich einen einzigen Wunsch. Ich will nie wieder einem Wesen Leid zufügen. Das ist mein größter Wunsch. Weder mir noch irgendjemand anders. Und da ich meine Existenz nicht auflösen kann, habe ich nur noch den Wunsch, ob ich ein- oder ausatme, dass immer nur etwas Heilvolles für die Wesen entsteht. Für mich und alle anderen. Das ist das Einzige, was es noch gibt. Nichts anderes mehr. Und daher stimmt es. Ne? Aber so normalerweise, wie du es so erzählst, ist es, dass wir dann so denken, in dem Leben, na, ich wünsche mir, ich werde jetzt reich und finde die richtige Frau. Das funktioniert nicht. Denn dafür brauchst du Voraussetzungen. Kein Wunsch geht in Erfüllung ohne Voraussetzungen, ohne eine Motivation. Zum Beispiel gab es so Anhänger von berühmten Lehrern, ne? Und da war so ein berühmter Lehrer und dann hat ein Schüler gesagt, ja, ob er nicht Wunschgebete machen könnte, dass er, also der Schüler, im Reichtum wiedergeboren wird und dann könnte er ja den Lehrer unterstützen mit den Klöstern und so. Ne? Und dann hat der Lehrer gesagt, na ja, klar, könnte ich theoretisch machen. Aber du wirst vergessen, warum du reich geworden bist. Und du wirst es nicht tun. Unser Ego ist so tricky. Der versucht sich in Illusionen immer wieder neue Sandburgen und Illusionsschlösser aufzubauen. Also Leute, die dir sowas versprechen, ist Blödsinn. Das funktioniert nicht in dem einen Leben, sondern es braucht ganz viele Leben und du musst dafür zahlen. Du kannst zum Beispiel rein theoretisch, ne, mit schwarzer Magie kannst du Dämonen rufen. Dann kann es sein, dass du in diesem Leben sehr reich wirst. Wir können dann Leute sagen, ja, musst du dieses Mantra machen und dann willst du dir das. Und dann kommt jemand und dann sagst du, willst das und das haben. Das ist aber wie bei der Mafia. Geh zur Mafia und borg dir 1000 Euro. Wenn ich gerade vor kurzem einen Film gesehen, da sagt er, ja, aber jede Woche 10% Zinsen, sagt der Mafia-Typ. Also 1000, 10% sind 100, richtig? 100, 100, 1100. In der zweiten Woche ist nicht 1200, sondern weil du dann noch Zinsen auf die Woche zahlst. Und in 0, nix musst du sehen, ne, wo du sagst, ah, gib mir 1000 Dollar, gib mir 1000 Dollar mehr, dass die 1000 Euro oder Dollar, die du dir dann pumpst, um ein Vielfaches zurückzahlen musst. Und wenn du sie aber dann nicht zurückzahlen kannst und willst, ne, wenn dir die Knochen gebrochen, du wirst zusammengeschlagen, deine Familie wird vernichtet oder was auch immer. Und genauso, wenn du schwarzmagisch Dämonen rufst, die dir helfen sollen. Ja, okay. Sie helfen dir in diesem Leben. Und wenn du dann stirbst, Zahltag.
Wir können. Da gibt es nicht solche Tricks, was hier so die Jesus-Szene erzählt. Sei nicht so leichtgläubig. Wir bezahlen für alles den Preis. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Auge behalten. Also spirituelle Welt da draußen. Leute, die ihr anderen etwas erzählt. Passt auf. Die Wünsche, die dann in Erfüllung gehen, wenn sie dann in Erfüllung gehen, wir müssen die Rechnung bezahlen. Nichts geht ohne Ursache und Wirkung. Noch eine Frage? Liegt dir nichts mehr auf dem Herzen? Gott. Ja. Ich denke, wir können dann für heute Abend abschließen und ich würde dann morgen um 10 Uhr weitermachen. Und vorher müssen wir natürlich dann noch die Widmung sprechen. Mögen alle durch diese Verdienste Allwissenheit erlangen und ihre Feinde, das heißt ihre Fehler, vernichten, um dann frei zu sein vom Meer der Existenzen, das aufgewühlt ist durch die Wellen von Geburt, Altern, Krankheit und Tod. So wie der Held Manushri, der die Dinge kennt, so wie sie sind, und auch wie Samanabhadra werde ich ihren und dem Vorbild aller Buddhas und Buddhisten etwas folgen, studieren und alle diese Verdienste vollkommen widmen. Mögen alle Wesen durch diese heilvollen Handlungen die Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit vollenden und die aus der Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit entstehenden beiden wahren Körper eines Buddha erlangen. Möge mit dem Segen des Erlangens der drei Körper eines Buddha, dem Segen der unwandelbaren Wahrheit, Dhammata, und dem Segen der vollständigen Zusammenkunft des Sangha, in dem ich auf diese Weise widme, meine Wunschgebete in Erfüllung gehen.